Hallo. Wir sitzen jetzt im Flugzeug. Wir haben es angekündigt. Wir sind auf dem Weg nach Portugal. In ein paar Minuten müsste es losgehen. Ich glaube, der Flug dauert irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und ja. Und wir starten. Und wir landen. So, wir sind jetzt gelandet und sitzen hier im Flughafen in Portugal. Und ja. Der Julian hat eine Hundeallergie und der Flug war echt scheiße. Also der hat 3 Stunden jetzt gedauert, ne? Mhm. Und hinter dem Julian saß eine etwas ältere Frau und die hatte einen Hund dabei und plötzlich hat der Hund irgendwie total die Husten. Warte, da sitzt er. Moment. Und ja, der hat die ganze Zeit so genießt und dann plötzlich hat die Frau auch noch angefangen mit zu husten und eklig. Übelste Hustenattacke. Ja. Und ja, die Leute sind hier schon fleißig ihre Koffer am Holen. Ich habe keinen Bock, mich da jetzt rein zu quetschen. Ich warte lieber ein bisschen. Oder beziehungsweise wir. Ja. Gleich geht's los. Wie ich euch durchs Apartment führe. Also man kommt rein und dann sieht man auf der linken Seite eine kleine Küche. Sekunde, ich muss kurz die Tür zeigen. So. Und die hat so ein Durchreichfenster ins Ess- und Wohnzimmer. Alles da, was man braucht. Und natürlich ein Kühlschrank. Okay, dann gehen wir hier mal in das größte Zimmer. Und hier ist dann hier so eine Sitzecke und dann hier Sofa mit Fernseher. Wir können ja dann nur ZDF gucken, und da aber bin ich. Ist nicht schlimm. Okay, und dann kommen wir auf unsere Terrasse und die ist so groß und wunderschön. Hier. Ja, ein wunderschöner Ausblick und da vorne können wir sogar aufs Meer gucken. Warte, zoom ich jetzt mal schön ran. Dann nehmen wir euch natürlich bestimmt auch mal mit hin. Ja, wir haben uns jetzt frisch gemacht, aber es fehlen noch zwei Zimmer. Also wir gehen wieder zurück. Und hier riecht so gut nach Urlaub. Okay, also dann kommen wir hier hin. Dann haben wir hier einmal unser Badezimmer. Eigentlich auch ganz cool. Dusche und Badewanne, beides sogar. Und hier ist unser Schlafzimmer. Das ist jetzt momentan hier Licht an. Das ist schon unordentlich. Ich hasse das, wenn man ankommt und es schon direkt unordentlich ist. Ja, hier ist eigentlich ein relativ großes Bett. Mach doch mal die Gardinen auf, dann ist es heller. Ah ja, das ist natürlich sehr schlau. So. Ja, und hier haben wir so einen Wandschrank und hier so eine Riesenspiegel mit einer kleinen Kommode, wo man sich halt fertig machen kann. So, wir haben uns jetzt schon ein bisschen frisch gemacht und würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal an den Strand, oder? Natürlich. Liegen wir am Strand, unser erster Urlaubstag und die Sonne scheint super dolle. Ja, also wir sehen uns gerade gar nicht. Es blendet so dolle. Ich weiß nicht, ob wir drauf sind. Nee, ich hoffe es. Doch, wir sind drauf. Jawohl. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir haben. Auf jeden Fall glüht die Sonne und das Meer ist aber leider noch ein bisschen kalt, glaube ich, um zu baden. Ja, wir sind schon ein bisschen spazieren gegangen. Bleiben wir noch was hier liegen. Oh nein, die beißt mir also schon voll in den Fingern. Lecker Fleischwurst. Lecker, 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 lecker. Au! Okay, war gar nichts. Boah, voll in den Fingern. So, wir sind jetzt gerade aufgewacht. Wir haben 11.29 Uhr nach portugiesischer Zeit. In Deutschland haben wir dann 12:30. Du zeigst nicht in die Kamera da. 12:30 haben wir dann Deutschland. Ja, in Deutschland ist eine Stunde weiter als hier. Ja, wir müssen uns jetzt mal fertig machen und dann gucken wir mal, was wir heute machen. Vielleicht gehen wir gleich mal ins Städtchen rein. Ja. So, wir sitzen jetzt hier in einem kleinen Café. Du hast da ein Tier. Weg?
Ja. Okay. Wir haben uns beide so einen leckeren Lipton-Eistee bestellt. Die schmecken irgendwie im Urlaub immer besser als zu Hause, ich weiß auch nicht. Und ja, wir gehen gleich vielleicht ein bisschen shoppen, wenn wir Lust haben. Oder sonst gehen wir nochmal an den Strand. Wir wissen es noch nicht genau. Ja. Und sonst, hier haben wir einen wunderschönen Ausblick. Und da, wo die ganzen Felsen sind, da gehen wir auch die Tage mal spazieren. Da ist es wunderschön, das zeigen wir euch dann natürlich auch. Was wir gerade auf dem Weg zur Stadt gefunden haben. Villa Bianca. So, wir sind jetzt gerade angekommen, sind in den ersten Touristengeschäften. Und ja, der Julian probiert gerade Sonnenbrillen an. Guck mal, Julian. Ist jetzt leider gegen das Licht gefilmt. Und hier, ich habe mich direkt in Bikini verliebt. Ich zeige euch den mal. Jetzt sieht man es nicht mehr so gut wegen dem Licht, aber der ist pink. Irgendwie eine Mischung aus Rot und Pink. Und der ist total schön. Und ja, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen lang. Und dann melden wir uns später wieder. An der Straßenseite und hatte meine Handtasche halt einfach so runterhängen und plötzlich kommt ein Auto so nah an mir vorbeigefahren und grapscht so richtig zu mir zur Seite, also Julian hat es gesehen und der hätte wirklich beinahe meine Handtasche geklaut. Ey, wir waren so perplex und dann haben wir einfach alles eingepackt und sind schnell ins Hotel zurück. Ja, jetzt sind wir hier mal in ein anderes kleines Örtchen gefahren. Wir sitzen hier an so einem kleinen Hafen. Vielleicht gehen wir hier gleich mal spazieren und zeigen euch das ein bisschen. Jetzt im Moment sieht man nicht so viel hier. Ich sehe nichts. So, ja, wir sehen uns gerade gar nicht. Also, dann. Ich hoffe. Ja, wir sind schon im Bild. So, auf jeden Fall ist es ja auch total süß. Es sind ganz viele kleine Restaurants. Wir gehen jetzt ein bisschen hoch in die Stadt und dann füllen wir bestimmt wieder. Der Julian ist schon wieder Sonnenbrillen am Anprobieren. Hier, die finde ich aber echt hier cool jetzt. Oder zieh, die? Warte, zieh die mal an. Die mach ich halt fest. Jetzt ein bisschen auf Mario-Style, ne? Nein, so fliegt mich an. Hier in dem Laden habe ich übrigens meine pinken Hausschuhe gekauft. Habe ich der Bianca vor 3 Jahren den ersten Ring gekauft. Zeig mal. Tada. Und hier sind die. Jetzt gibt es sie nicht mehr. Nur noch nicht auf den Preis gucken. Nein. Nur noch größer gibt es sie jetzt. Wir wollen dieses Eis hier haben. So, ihr seid jetzt live dabei. Bianca, zeig's ihnen. Hier ist keiner. Ja, super. Hier, hier. Nee. Nuts, Strawberry. Krass, die haben das Cookie-Eis auch nicht. Ich raste gleich aus. Aber wir fragen nochmal. Ja, wen denn? Da, komm sie mal. Hallo. We are looking for ice cream, Ben and Jerry's Cookie. Darf ich überhaupt filmen? Ja, komm, gehen wir mal dahin. We would like to have this one. Yes? This one? Oh, das sieht gut aus. Ich bin schon ganz aufgeregt. Da habe ich gar nicht verstanden und lacht. Also ich habe es noch nicht in der Truhe gesehen. Mal gucken. Dann sehen wir jetzt irgendein anderes. Hey, welches denn? Ich bin auch nicht. Toll, ey. Morango, ihr Stück. Willst du? Nee, dann nicht, oder? Nee. No, sorry. Oh nein, der arme Mann. Der war jetzt total traurig, weil wir kein Eis gekauft haben. Mann, das tut mir so leid. Aber der hat unser Eis nicht.
will das Schoki-Eis. Also, wir waren jetzt schon überall. Wir müssen jetzt nochmal ans Meer. Vielleicht gibt es das da. Was aber. Gefunden. Jetzt mach schon auf. In einem kleinen Strandlokal hier. Der Verkäufer war voll unfreundlich. Hat's auch noch das Ohr gehauen und 20 Cent mehr zahlen müssen. Oh, sieht man das überhaupt? Geil, ich freue mich voll. Mm-hmm. Jetzt wird's verspeist. Boah, ist das hart. Was ist das denn? Boah, ist das hart. Das ist doch ein Eisstiel. Ja, damit wird... Boah, das kann man gar nicht essen. Das ist so hart. Guck mal, ich drücke meiner ganzen Kraft. Oh. Scheiße. Okay. Egal, wir essen das jetzt. Und da war es auch schon weg. Aber die Suche hat sich gelohnt. Es war äußerst lecker. Bianca macht wieder Bekanntschaft mit fremden Hunden. Ich glaube, ich filme voll die... Was denn? Boah, der hat mich so angeknurrt. Scheiße, der wollte voll seine Ruhe haben. Krass, ich glaube, ich habe noch nie einen Hund so dolle knurren hören. Hast du es nicht gehört? Hm. Seine Ruhe. Geh mir bloß vom Leib. Der ist aber süß. Hier laufen überall freie Hunde und Katzen rum. Der ist so cool. Nicht gerade. Jetzt aber. Jetzt. Hotel. Ich hatte Julian eine Sonnenbrille gekauft. Guck mal, sag dir mal, die sieht schön aus. Ich glaube, er ist noch nicht ganz begeistert. Nee, noch nicht 100%. Also ich finde, die ist cool. So, jetzt, ja, wo gehen wir hin? An den Pool, ne? Und da wollen wir einen Arschbomben-Contest machen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Arschbombe gemacht, aber wir versuchen das mal. Und dann filmen wir das und dann müsst ihr sagen, wer die bessere Arschbombe gemacht hat. Aber natürlich nicht, bewerten, wer am meisten spritzt, ist ja klar. Der Julian mit seinem fetten Hintern, dass der mehr spritzt. Bis gleich. Tschüss.